McDonald's, Burger King, KFC, Nordsee, Vapiano und Pizza Hut. Fastfood-Restaurants findet man an jeder Ecke. Die Beschäftigten in diesen Läden bekommen oft den Mindestlohn und arbeiten unter großem Stress. Schließlich geht es beim Fastfood ja darum, schnell zu sein. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten NGG prangert die Zustände an. Ich spreche dazu jetzt mit der Gewerkschaftssekretärin der NGG in Hannover, Ilka Kaspar. Hallo Frau Kaspar. Der Mindestlohn wurde ja 2015 eingeführt und liegt momentan bei 9,35 Euro. Warum ist das zu wenig für Beschäftigte in Fastfood-Restaurants? Naja, wir verhandeln Tarifverträge als Gewerkschaft mit dem Arbeitgeberverband und wir möchten natürlich mehr rausholen für die Beschäftigten als den jetzigen gesetzlichen Mindestlohn, der aus unserer Sicht auch zu gering ist. Also wir fordern durchaus mehr. Wir sind bei der Forderung von 12 Euro pro Stunde. Derzeit liegen wir in der Tarifgruppe 1 bei dem derzeit gekündigten Tarifvertrag bei 9,25 Euro. Das ist unter Mindestlohn und wir müssen immer wieder unseren Tarifvertrag anpassen an den Mindestlohn. Das kann es nicht sein. Also die Beschäftigten haben natürlich, bekommen sie den gesetzlichen Mindestlohn, das ist die Lohnuntergrenze. Aber ja, wir wollen natürlich etwas mehr rausholen. Wir sehen das auch als gerechtfertigt an. Die Beschäftigten, haben Sie ja gerade erwähnt, haben stressige Jobs. Die Arbeitsplatzverdichtung wird immer größer und von daher sind 12 Euro mindestens als Stundenlohn, von dem man auch leben kann, gerechtfertigt. Ja, Sie sprechen es gerade an. Sie verhandeln ja gerade mit dem Bundesverband der Systemgastronomie. Wie ist da der aktuelle Stand? Wir hatten in der vergangenen Woche, am 13. Februar, hatten wir Tarifverhandlungen, die dritten. Und ja, da wurde das Ergebnis leider, also es gab kein Ergebnis. Es wurde angeboten, die 12 Euro, die wir gefordert haben, allerdings dann erst 2024 im Laufe des Jahres und das ist uns eindeutig zu spät. Es geht jetzt weiter in der Form, dass man sich auf einen Schlichtungstermin geeinigt hat. Der wird am 2. März stattfinden in München. Und ja, dann müssen wir schauen, wie es dort weitergeht. Bis dahin gibt es allerdings auch keine Friedenspflicht. Das heißt, wir werden weiterhin bundesweit zu Warnstreiks aufrufen und natürlich einige Aktionen planen. Genau, das sind jetzt die weiteren Schritte, die Sie einleiten. Mhm. Also was kommt da auf uns zu? Warnstreiks, Aktionen, was wird das da genau sein? Das ist, wie gesagt, bundesweit auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wo wir die Beschäftigten auch mobilisieren können, zu was wir sie mobilisieren können. Ob es dann zu Warnstreiks kommen wird hier in der Region Hannover, müssen wir dann sehen. Allerdings, Aktionen wird es auf alle Fälle geben und wir möchten natürlich auch eine breite Öffentlichkeit schaffen. Jetzt herrscht ja in Fastfood-Restaurants sowieso schon Personalmangel. Könnten Sie nicht als Gewerkschaft sagen, das ist eine Branche, also oder Fastfood-Restaurants, meldet euch da besser nicht, arbeitet da einfach nicht? Ja, wir wollen natürlich nicht, also die auch nicht die diskreditieren, die dort arbeiten. Also darum geht es ja gar nicht. Es ist, geht nicht darum, die Beschäftigten davon abzuhalten, dort zu arbeiten, sondern die Arbeitsbedingungen dort zu verbessern. Das ist, soll das Ziel sein. Und das wollen wir gemeinsam schaffen mit den Beschäftigten dort, mit denjenigen, die organisiert sind bei uns in der Gewerkschaft NGG. Ja, da wollen wir die Rahmenbedingungen verbessern. Das soll das Ziel sein. Jetzt für die weiteren Verhandlungen, welche Ziele haben Sie sich da gesetzt? Also Sie haben ja gesagt, die Arbeitgeber haben schon zugesagt, ab 2024 könnte es die 12 Euro geben. Das reicht Ihnen nicht. Wie gehen Sie da jetzt weiter vor an der Front? Also die 12 Euro als Forderung stehen bei uns mindestens. Das muss sein. Das ist uns ganz wichtig und da werden wir auch weiter dran festhalten. Wir hoffen, dass uns die Arbeitgeber sich quasi auch besinnen und einsehen, dass es wichtig ist, dass wir einen Stundenlohn von 12 Euro für die Beschäftigten bekommen. Sie brauchen einen Lohn, von dem sie leben können. Der muss respektvoll und würdevoll sein. Und ja, die Arbeitgeber sollen auch zusehen, dass sie Beschäftigte, neue Beschäftigte bekommen. Und das geht halt auch nur, wenn man einen anständigen Lohn zahlt. Ja. Ja. Was ich noch gerne dazu sagen möchte, ist, dass wir auch eine Initiative gegründet haben, die Fast Food Workers United. Jeder Beschäftigte, der in der Systemgastronomie arbeitet, kann sich gerne uns anschließen. Man findet uns im Internet auf unserer Homepage ngg.net, Fast Food Workers United, die Abkürzung FFWU, oder auch bei Facebook. Da findet man dann auch alles, was weitere Aktionen angeht, was auch schon gelaufen ist, Videos, Fotos dazu und natürlich dann auch immer auf dem Laufenden gehalten, wie es denn, was denn noch so kommen mag.
Vielleicht zum Abschluss noch die kurze Frage. Sie stehen ja auch im Austausch mit den Beschäftigten natürlich. Welche Rückmeldungen bekommen Sie da? Also unsere Forderung haben wir ja auch gemeinsam mit den Beschäftigten aufgestellt und da sind auch alle gemeinsam bei der Stange und möchten das auch durchsetzen. Ja, man ist jetzt enttäuscht natürlich von der Arbeitgeberseite, dass die uns dieses Angebot gemacht haben, was für uns kein Angebot ist, was überhaupt nicht akzeptabel und annehmbar ist. Und das ist auch die Rückmeldung, die wir bekommen von den Beschäftigten. Wir möchten einen Lohn haben, der respektvoll ist und von dem die Beschäftigten leben können, nicht nur jetzt im Erwerbsleben, sondern wir müssen natürlich auch an die Zukunft denken. Armutsfeste Löhne bedeutet auch, dass es im Rentenalter dann irgendwann auch reicht. Ja. Frau Kasper, vielen Dank, dass Sie hier waren.